Als kleine Zwischenüberschrift: Rechnen mit Matrizen. Wir haben jetzt ja schon angefangen, mit Matrizen zu rechnen und haben die Matrizen multipliziert. Man kann mit Matrizen auch andere Dinge machen. Man kann sie addieren, insbesondere, und man kann sie auch mit Skalaren multiplizieren. Zum Glück sind diese beiden Rechenoperationen viel einfacher. Die sind nämlich genau das, was wir uns vorstellen. Zwei Matrizen addieren bedeutet einfach nur, sie komponentenweise zu addieren, ganz simpel. Und zwei Matrizen, eine Matrix mit einem Skalar multiplizieren, heißt tatsächlich auch nur komponentenweise multiplizieren. Die Frage ist bei beiden Operationen, passt dazu auch wieder irgendwas mit den Abbildungen oder ist das nur irgendeine Jokos-Operation? Und tatsächlich passt da was zu. Wir haben sowas auch schon mal gemacht. Ergibt es einen Sinn, zwei Abbildungen zu addieren zum Beispiel? Also sowas wie, nehmen wir mal was ganz Einfaches. F soll die Abbildung sein, vergessen wir mal kurz unsere Ebenen und so weiter und nehmen was ganz Simples wie x wird abgebildet auf x Quadrat plus 3 und g soll die Abbildung sein, die x abbildet auf, sagen wir mal, 2x plus 7. Was soll denn dann wohl f plus g sein? Was ist wohl mit f plus g gemeint? Die Summe der beiden Abbildungen. Können Sie sich vorstellen, was man damit wohl meinen könnte? Oder erinnern Sie sich daran, irgendwas in der Art schon mal gesehen zu haben? Ich addiere zwei Abbildungen. Was soll da rauskommen? Ja? In diesem Fall wäre es Polynomaddition. Ganz allgemein bedeutet das einfach, dass ich die Funktionswerte jeweils nehme und addiere. Ne? Also, damit wir jetzt hier nicht nur Polynomadditionen sehen, mache ich es vielleicht mal einen kleinen Tick anders und schreibe hierfür 2 hoch x stattdessen, dann ist es kein Polynom mehr, kann ich aber trotzdem einfach addieren. Also f plus g soll einfach folgende Abbildung sein. Also f plus g ist diese Abbildung. F plus g von x wird definiert als f von x plus g von x. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel konkret hier ausrechnen will, was ist f plus g von 3? Das ist der Funktionswert von f an der Stelle 3 plus der Funktionswert von g an der Stelle 3. Wenn ich hier 3 einsetze, kommt hier raus, 2 hoch 3 ist 8 plus 3 ist 11. Und wenn ich hier 3 einsetze, dann kommt hier 2 mal 3 ist 6 plus 7 ist 13. Also kommt hier raus 24. Also f plus g ist eine Abbildung, bei der zum Beispiel, wenn ich 3 einsetze, 24 rauskommt. Und das Ergebnis bekomme ich jeweils, indem ich separat in f und g einsetze und dann die beiden Werte addiere. Und sowas kann man grundsätzlich immer mit Abbildungen machen, unter der Voraussetzung natürlich, dass diese beiden Abbildungen auf denselben Mengen definiert sind. Denn dieses x, was ich hier jetzt einsetze, das muss natürlich ich einzeln einsetzen können und die Ergebnisse muss ich überhaupt irgendwie addieren können. Also die Mengen müssen zueinander passen. Aber wenn das geht, spricht nichts dagegen. Und das Gleiche kann ich auch mit Multiplikation machen. Ich könnte mich genauso fragen, was soll denn zum Beispiel sowas bedeuten wie 7 mal f? Das soll auch eine Abbildung sein, nämlich einfach, ich nehme den Funktionswert mal 7. Also 7 mal f soll eine Abbildung sein. Und die ist so gemeint, dass wenn ich in dieser Abbildung x einsetze, dann rechne ich das aus, dadurch, dass ich x in f einsetze und das Ergebnis mit 7 multipliziere. Also auch hier wieder gucken, was zum Beispiel bei 3 rauskommt. Wenn ich hier 3 einsetze, dann muss ich ausrechnen 7 mal f von 3. F von 3 hat man schon ausgerechnet, ist 11, also kommt hier raus 7 mal 11, also 77. Also die Funktionswerte werden alle einzeln jeweils mit 7 mal genommen. Mit anderen Worten, es ergibt durchaus Sinn, unter bestimmten Umständen Abbildung zu addieren, genauso wie es auch durchaus sinnvoll sein kann, eine Abbildung mit etwas zu multiplizieren, mit einer festen Zahl zu multiplizieren. Und das ist insbesondere eine ganz schöne Sache, wenn es um lineare Abbildung geht, weil sich nämlich herausstellen wird, das schreibe ich jetzt einfach mal hin, das können Sie, wenn Sie wollen, selbst zu Hause nachrechnen oder mir einfach glauben. Wenn ich zwei lineare Abbildungen addiere, dann ist das, was rauskommt, wieder eine lineare Abbildung. Und wenn ich eine lineare Abbildung mit einem Skalar multipliziere, dann ist das, was rauskommt, wieder eine lineare Abbildung. Was bedeutet? Dazu muss jeweils auch eine Matrix gehören.
Und diese Matrix entspricht genau dem, was ich am Anfang des Abschnitts schon gesagt habe. Die bekomme ich durch komponentenweise Addition bzw. rein Multiplizieren des Faktors. Also das ist im Vergleich zur Komposition ganz einfach. Also wenn f und g lineare Abbildungen mit gleichem Definitionsbereich und gleicher Zielmenge sind, dann ist f plus g auch linear. Außerdem ist Alpha mal f linear, wenn Alpha ein Skalar ist. Das ist nur noch mal hingeschrieben, was ich eben schon gesagt habe. Und was hatte ich eben auch gesagt? Dann gehören dazu auch entsprechende Matrizen zu f plus g und Alpha mal f muss es also Matrizen geben. Und die berechnet man folgendermaßen. Die ergeben sich so. Erstens, wenn A und B die Matrizen für F und G sind, wenn A und B die Matrizen für F und G sind, dann ist A plus B die Matrix für f plus g, wobei noch gar nicht klar ist, was a plus b sein soll. Ich schreibe es erst hin und dann erzähle ich Ihnen, wie man das ausrechnet. Und zweitens, wenn a die Matrix für f ist, dann ist Alpha mal a die Matrix für die Abbildung Alpha mal F. Also was ist mit A plus B gemeint? Damit ist gemeint, komponentenweise Addition. Komponentenweise Addition. Also vielleicht am besten am Beispiel. Sie haben sowas, 2, 3, 0, 1, 0, minus 7 und Sie haben eine andere Matrix plus eine andere Matrix. 1, 1, minus 2, 1,5, 5, 0. Und die Addition dieser beiden Matrizen, ganz, ganz simpel, komponentenweise, es werden immer die zueinander passenden Einträge addiert. Links oben steht hier eine 2 und hier eine 1, also kommt hier links oben 2 plus 1 hin. Hier steht 3 und hier steht 1, also kommt hier 3 plus 1 hin. Hier steht 0 und hier steht minus 2, also kommt hier 0 minus 2 hin. Hier steht 1 und hier steht 1,5, also kommt hier 1 plus 1,5 hin. Hier steht 0 und hier steht 5, 0 plus 5. Und hier steht minus 7 und 0, also kommt hier minus 7 plus 0 hin. Das können Sie jetzt noch ausrechnen, dann steht hier 3, 4, minus 2, 3 halbe, 5, minus 7. Das ist also ganz einfach und wenn Sie sich fragen sollten, was mache ich denn, wenn diese beiden Matrizen unterschiedlich groß sind, also wenn die Anzahl der Zeilen und Spalten nicht übereinstimmen, dann ist das nicht definiert, weil hier ja steht, das Ganze nur unter der Voraussetzung, dass die beiden den gleichen Definitionsbereich und die gleiche Zielmenge haben. Das bedeutet, Zeilen und Spalten müssen übereinstimmen, Zeilen- und Spaltenzahl. Nur dann ergibt es einen Sinn, von der Addition von zwei Funktionen zu reden und nur dann ist auch die Addition der Matrizen definiert, wenn die gleich groß sind.
Und sowas zu berechnen wie eine Zahl mal eine Matrix ist dann entsprechend auch ganz simpel, auch komponentenweise. Also sowas wie Alpha mal A bedeutet komponentenweises Multiplizieren. Beispiel 5 mal diese Matrix hier, 1, 0, minus 2, 1, 1 Zehntel, 8. Und da wird jeder Eintrag mit 5 multipliziert. 5 mal 1, 5 mal 0, 5 mal minus 2, 5 mal 1, 5 mal 1 Zehntel, 5 mal 8. Und als Ergebnis bekommen Sie dann hier raus 5, 0, minus 10, 5, 1/2, 40. Also das ist im Vergleich zu der Multiplikation von Matrizen ganz, ganz einfach. Da kann man eigentlich nichts falsch machen. Und dann werden wir uns in der nächsten Woche beschäftigen damit, was man hier so an Rechengesetzen hat, also welche Eigenschaften hier gelten. Wir werden zum Beispiel sehen, dass wir hier eine Gruppe bekommen. Es gibt wieder solche Sachen wie neutrale Elemente, inverse Elemente und so weiter. Und im Großen und Ganzen kann ich schon mal vorwegnehmen, verhalten sich die Matrizen oder jedenfalls bestimmte Mengen von Matrizen mehr oder weniger so wie die ganzen Zahlen, was Multiplikation und Addition angeht. Also man kann nicht immer dividieren, es gibt nicht immer Inverse, aber die meisten anderen Sachen gelten. Distributivgesetz und so weiter. Das dann nächste Woche.